einen recht schönen guten Donnerstagmorgen, der 8. Februar, und schöne Bauer heute. Willkommen auf meinem Kanal. Es freut mich, dass ich zugeschaltet habe. Ja, ich hole nochmal schnell den Krananhänger. Morgen werden wir Holz hacken und ich habe zu Hause zwei Bäume. Dürre Kirsch, es waren Kirschbäume, aber schon lange dürr. Über einen Baum ist ein Rosenstrauch gewachsen und den anderen Dürren werde ich noch fällen, aufladen und rausführen in den Wald. Damit haben wir gerade auch sauber, liegt er nicht ein halbes Jahr zu Hause rum. Ja, es ist jetzt 9 Uhr, ab nach Hause, Kaffeetime. Vorsichtig wegfahren. Immer besser zu langsam als zu schnell. Daher ist der Rosenstrauch, der ist an einem alten Kirschbaum hochgewachsen. Und der Kirschbaum ist dann umgefallen. Das muss alles weg hier. Und dieser Kirschbaum ist auch schon lange dürr. Der muss auch weg. Also machen wir das. Kirschbaum gefällt. Und Kette weg. Gut, ist die Werkstatt gerade da. Ja, liebe Freunde, jetzt ist wieder das passiert, was mir schon von Jahren einmal passiert ist. Ich habe eine Elektroleitung über die Straße auf 4 Meter Höhe und habe den Kran nicht ganz abgesenkt, weil ich da noch was laden wollte und nicht daran gedacht. Und alles runtergerissen. Die ganze Leitung runtergerissen. Der Verteilkasten ist sicher auch kaputt. Ach du Scheiße. Manchmal, ja. Und ich glaube, es ist noch Strom drauf. Auf die ganzen Geschichte. Darum lasse ich es jetzt sein. Der Elektriker kommt, ich weiß nicht, welche Sicherung da abgesichert ist. Der Strom kommt vom Bauernhaus rüber, geht da zum Sicherungskasten, zum Verteilkasten rauf. Und da, es hat fast gereicht unten durch, aber leider nicht ganz. Ja, das gibt wieder ein teures Holz wegräumen. Ach, rege ich mich auf. Der Elektriker kommt in 5 Minuten. Ich lasse alles so stehen. Ach. Ach. Wie doof. Denke immer daran. Und voran habe ich nicht daran gedacht. Ich bin nicht schnell gefahren. Ich habe was gehört und bin noch 2 Meter gefahren. Und das war zu viel. Ja, und das Kunstwerk steht. Der Rosenhalter made by Anne. Alles schön angebunden, die Rosen, und die können jetzt da ringsherum wachsen. Gefällt dem Bauerhaus. Ja, und das war's vom Donnerstag, 8. Februar.
danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Tschüss zusammen, ciao, ciao. Als Vorhersage noch schnell, morgen werden wir Holz hacken. Da wird es dann ein Holzhacker-Video am Samstagmorgen geben. Jawohl, tschüss, ciao, ciao.